Hallo Welt. Hallo Sarah. Hallo Richie, hallo YouTube. Ja, da sind wir wieder hier auf dem Feld des Guthofs Billings. Ja, da sind wir wieder. Und Richie ist natürlich im Baufieber. Ja, so halbwegs. Ich habe ganz schnell uns so ein kleines Generatorhäuschen gebaut und habe schon in der letzten Folge dann doch noch ganz schnell einen Bauplan davon gemacht. Ich hoffe, dass wir dann nachher hier vorne auch die Tür dann zubekommen. Wir könnten eine Tür eigentlich so reinbauen oder ein Fenster, ein großes Fenster nehmen und das reinbauen. Dann könnten wir einfach ein Schrägdach nehmen, das würde auch gehen. Aber ich habe es lieber klein und kompakt, ganz gern. Allerdings werden wir nachher sowieso ein Problem kriegen, denn irgendwie bekomme ich die Teile jetzt gar nicht mehr so schön nach hinten geschoben. Ja, es wird mir grün angezeigt, aber irgendwie wird gesagt, angebrachtes Kabel ist falsch. Ich werde nochmal meine Sachen hier ein bisschen wegschmeißen, was ich nicht brauche. Golderz zum Beispiel brauchen wir jetzt nicht. Kupfererz. Du kannst doch kein Gold wegwerfen. Unbearbeitetes Kristall. Nein, ich werfe es nicht weg, ich mache es in meine Kiste. Aha. Das gute Gold. Nein, nein, ich habe es da reingelegt. Weil das will ich jetzt nicht mitschleppen, wenn wir wieder losgehen. Ja, wir gehen nämlich gleich wieder auf Tour. Oh. Warum habe ich das jetzt so gemacht? Ich wollte das E, habe ich gedrückt. War das falsch? Keine Ahnung. Warte mal, kann ich dir nicht helfen irgendwie? Kann ich dir da nicht dran rumfummeln? Wolltest du den nach oben? Nee. Oben ist schon das Dach drauf. Ich wollte den hier in die Lücke reinstellen. Ja, da muss man aus dem Weg gehen. Ja, ich bin ja noch... Vielleicht da, aus dem Weg. Weg! Ich bin doch noch dabei. Ich habe den noch eingelagert jetzt. Wieso habe ich ihn dann in der Hand? Ich weiß nicht, hast du den weggenommen gerade? Ja. Ich wollte dir helfen. Aber du willst ja nicht. Doch, ich will. Aber ich, gerade bin ich hier... Irgendwie will das nicht so richtig. Nö, Überschneidung mit... Ja, versuch du mal. Vielleicht kommst du da besser klar. Ich versuch die anderen noch ein bisschen. Der ist gut rein. Die anderen sind alle gut rein. Der eine hier hat noch nicht gepasst. Was denn? Hast du gesehen? Es gibt sogar blaue. Blaue was? Die sehen ein bisschen kleiner aus, finde ich. Blaue was? Gegenstände Atomic Shop freischalten. Oh, ach so, ja, die kann man kaufen. Das ist nur. Ich kann große bauen. Echt? Naja, aber die großen sind nicht besser als die kleinen. Fünf. Ja. Die kleinen also bringen. Die mittleren. Ja, die kleinen bringen drei, aber für die großen braucht man, glaube ich, immer Schrauben. Wir gucken mal rein. Nee, steht bei mir gar nicht, weil ich die noch nicht bauen kann. Ganz große kannst du bauen? Nee, die Fünfer. Ja, die mittleren. Wieso kann ich das nicht da rein? Und wieso steht da oben immer noch ein Schatten? Jetzt bist du auch wieder davor. Ach so. Ich kriege es nicht mehr rein. Oh nein. Dann musst du das Dach einmal wegnehmen. Vielleicht... Das kann man jetzt auch nirgendwo hinlegen. Kannst du es vielleicht einlagern und dann das nochmal da reinschieben? Ja. Naja, ich komme da nicht dran an das Ding. Jetzt kriegen wir den Generator nicht mehr da weg. Wieso nicht? Komme ich da nicht mehr dran? Kann ich nicht mehr anfassen? Okay, jetzt müsste es gehen. Wo ist der Generator? Hier? Nee, ich kann den nicht aufheben gerade. Ja, ich auch nicht. Wieso? Ich will keine Blaupause machen.
Jetzt hast du. Ach, du hast wieder einen dahin. Aber wieso geht der denn nicht jetzt? Ich weiß es nicht. Warte. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Wir hätten ihn nicht anfassen sollen. Ah, wir kriegen das schon. Also, der Plan sieht folgendermaßen aus. Was wir hier bauen wollen, ist ein Generatorhäuschen und eine Blaupause vor allem dazu. Damit wir, wenn wir demnächst in eine Siedlung ohne Energie kommen, damit wir da schnell das Häuschen aufbauen können und so dann eben Strom haben sofort. Und nicht, dass wir da jedes Mal wieder so 5-6 Stück aufbauen müssen. Das geht vielleicht auch schneller, wenn wir das einmal jetzt als Blaupause so vorbereiten. So sieht der Plan zumindest aus. So hatte ich mir das vorgestellt. Was meinst du, Sarah? Mhm. Die hintere Seite ist ja eigentlich ganz gut. Problem ist hier vorne die Seite. Also der letzte hier, der macht irgendwie Faxen. Deswegen will sich die Wand da nicht reinsetzen lassen. Okay. Ich weiß aber nicht, warum der das macht jetzt. Auch mit dem Blaupausen komme ich nicht klar. Was ist denn damit? Nee. Lass mal. Brauche ich nicht. Ich will keine Blaupause machen. Das geht überhaupt nicht. Die beiden sind ja gut. Nur dieser hier ist irgendwie, der letzte ist nicht richtig. Kannst du den Generator hier wegnehmen? Welchen? Den hier? Ne. Krieg ich den auch nicht weg da. Oh. Ich meine, damit hat es nichts zu tun, aber... Ach, jetzt vielleicht? Nee, immer noch nicht. Warum? Was willst du denn machen? Ihn schieben oder was? Ja, der soll ein bisschen weiter hinten rein, denn man kann keine Wand setzen jetzt. Das geht eigentlich, aber... Irgendwie ist das jetzt so ein bisschen komisch. Die funktionieren nicht so richtig, wie ich das. Ich habe die schon zweimal gebaut, diese Häuser hier. Aber irgendwie klappt das diesmal nicht so, wie ich will. Geduld. Lass mich mal versuchen. Nee, er lässt sich einfach, der müsste einfach ein Stück weiter nach hinten rein. Lass mich mal versuchen. Ja, mach du ruhig. Nee, warum passt der nicht? Da musst du die vielleicht anders stellen. Nee, ich hatte das, ja, vielleicht wurde da was geändert tatsächlich, aber ich hatte die ja schon mal gebaut, da habe ich die genauso aufgebaut wie hier. Und das hat eigentlich noch mit Platz dazwischen gepasst. Also man konnte noch dazwischen hergehen und die reparieren notfalls. Aber das braucht man sowieso nicht. Hier, guck mal, wie weit der eine hier, links, ganz links der, wie weit der drin ist. Ja, eben. Wieso? Passt der dann nicht? Der rechts daneben, der geht auch weiter rein. Und der letzte, ja klar, da steht noch einer in der Mitte, aber der soll auch da stehen. Ja, deswegen geht er wahrscheinlich auch nicht weiter rein, Richie. Ja, das ist das Problem, weil der in der Mitte ist. Ja, aber das geht normalerweise. Ja. Nur hier kann man nichts weiter an die Wand ranstellen, das ist schon ganz dran. Ja gut, die Hitboxen hatte ich ja vorhin oder in der letzten Folge schon gesagt, die wurden scheinbar geändert mit dem neuen Patch. Ja, vielleicht wurde dann... Die Hitboxen zum Anfassen wurden verkleinert und die zum Stellen wahrscheinlich vergrößert dann. So war das eigentlich immer eine ganz schöne Sache, das so zu bauen. 20 Energie sofort, das reicht für so eine Siedlung, für die Ressourcen, für die
Extraktoren, reicht das erstmal so? Oder dann kann man zwei davon bauen, das ginge auch noch. Nur wenn das offen ist vorne, dann sind die auch für Angriffe. Ja, und das ist ja... Also dann werden die auch... Jetzt geht der blöde Generator nicht weg. Sonst hätte ich gesagt, verbreitern wir das um halben oder so. Ja, die sollten ja schon möglichst klein sein, diese Teile hier, deswegen. Ja. Aber da sich jetzt eine halbe Stunde ärgern, bringt auch nichts. Naja, wenn man es einmal hat, dann hat man es ja. 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 Jetzt ist der Generator in der Mitte, ich denke, der stört. Ja, ja, das ist, wie gesagt, da scheinen dann die Hitboxen geändert worden zu sein. Ja klar, wenn ich den rausnehme, kriege ich den nie wieder eingebaut. Ja, so wie der eine da, geht auch nicht. Naja. Machen wir das nochmal hier. Wäre vielleicht sowieso klüger gewesen, erst die Wände zu ziehen und dann die Generatoren reinzustellen. Also so wird die Wand reinpassen. Ja, wie gesagt, Sarah, man kann das auch mit... Warum bist du so weit weg? Ja, ich lass dich mal machen. Ich guck mal hier. Oh, guck mal, ob du ein Rezept für diese Düngerproduktion findest da vielleicht. Ja. Ja, man hätte vielleicht, also man könnte das auch mit großen Wänden machen, aber ich hab's gerne klein und kompakt, wenn's geht. Mhm. Und was ich dann letztens gesehen habe, diese Windgeneratoren, die wurden auch vor einiger Zeit schon geupdatet, die stellen jetzt auch ein bisschen mehr Energie her. Und da ist das auch ganz praktisch. Die bekommt man nämlich auch auf zwei dieser Platten drauf. Und dann kann man einen Zaun drum machen, damit die beim Angriff nicht sofort beschädigt werden. Und die sind auch ganz gut. Okay. Und du bringst mich auf eine Idee. Hast du mal versucht, da vorne dran einen Zaun zu stellen? Wo? Vorne dran jetzt da. Wo du am Kämpfen bist. Was auf ist. Ach, hast du wieder alles weggenommen? Ja, ja, ich stell die nochmal. Manchmal geht das doch schneller, nochmal von vorne zu machen, als da rumzuwursteln die ganze Zeit. Wie viel Energie brauchst du denn? So ein Teil sollte dann 20 Energie herstellen hier. Also 21 eigentlich sogar. Sieht aus. Du bist am Rumzucken. Aber ich sehe nicht, was du machst. Du zuckst nur rum. Aha. Zuckungen. Ja, so müsste das doch jetzt gehen. Warum geht denn das nicht? Da müsste doch eine Wand dran passen jetzt. Nö, passt nicht. Oder wenn wir erst die Wände stellen, dann sieht man das vielleicht doch etwas besser. So, zack. Erstmal so eine, da muss sowieso eine andere Wand rein, sonst kriegen wir kein Kabel nach draußen, weißt du? Mhm. Noch nicht, wir haben die Pläne noch nicht dafür, um Kabel nach draußen zu verlegen. Okay. Was machst du so? Ach ja, ich renne hier durch die Gegend. Ascherosen, Brombeeren,
das so? Nein, das wird ja nach hinten hin dann nicht passen vom Platz, meine ich. Obwohl, Moment mal, wir brauchen 9 drin, ja? 9 mal, nein, wir brauchen 10 drin. Genau. 3, nein, 3, 3, 6, 7 brauchen wir drin. Okay. Vielleicht doch so. Okay, ich schätze, so könnte es passen sogar. Ja. Oder irre ich mich jetzt? 4 und 3 sind 7, ja? 7. Nein, dann haben wir 3 mal 7 sind 21. Ja doch. Ah, anders gestellt. Aber Moment mal, im Prinzip ist das doch egal. Ja, ich hab's geschafft. Ja, Gott sei Dank. Anders als sonst, aber geht auch. Gut. So, dann Dach drauf. Und Blaupause. Gebäude auswählen? Ja, Moment mal, so kommen wir doch nicht raus, habe ich doch gesagt. Da müssen wir hier vorne erstmal die Wand wieder abnehmen. Mhm. So, die lagere ich mal und jetzt eine Blaupause. Dann brauchen wir nur, wenn wir den Bauplan dann haben für die Lagerhausstrukturen, dann brauchen wir also nur noch die Wand hier vorne einzusetzen. Und wie gesagt, mit einer großen Wand würde das dann auch gehen. Also wir brauchen diese Glasscheiben. Warum kann ich keine Blaupause erstellen? So, das ganze Gebäude. Zack, zack, zack. Alles drauf. Nee, ach Quatsch, was mache ich denn hier? Moment mal. So geht's ja gar nicht. Das muss ja erstmal alles miteinander verbunden sein. Ich habe auch die großen Generatoren. Am Anfang habe ich die großen Generatoren, Sarah, in so Türme gebaut. Mhm. Aber die bringen nicht so viel Energie wie die kleinen irgendwie vom Platz. Also die verbrauchen sehr viel mehr Platz. Und da hat so ein Turm, der über 2 Etagen ging, der hat gerade mal 10 Energie hergestellt. Also ich weiß nicht, sind das Kilowatt oder wie sagt man das hier? Ich glaube Energie. Ja. So, jetzt können wir die Blaupause machen. Alles ist miteinander verbunden. Das heißt, wenn wir hier vorne dann nachher so einen Pin hinmachen, oder könnten wir jetzt, ergibt das Sinn, jetzt so einen Pin hier vorne hinzumachen? Ja, oder? Ach, ist doch egal. Strom können wir auch direkt aus den Generatoren da nehmen. Ja, ja, ja. Machen wir eine Blaupause, dann sind wir leider auch schon wieder am Ende der Folge, sehe ich gerade. Mhm. So, Blaupause erstellen. Wir hatten Energie 20, ja eigentlich 21, aber da können wir nachher vielleicht noch eine Lampe oder sowas dran machen. Schreiben wir, damit es korrekt ist, auch 21. Vielleicht wollen wir ja doch mal was Größeres bauen. So, die Blaupause ist fertig. Du kannst ja auch eine Blaupause davon machen, wenn du möchtest. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Lass mal. Und wir sind am Ende der Folge, Sarah. Ja, dann würde ich sagen... Vielen Dank fürs Zusehen. Für eure Kommentare, für eure Tipps und Tricks. Lieben Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.